Weiter geht es mit Tagesordnungspunkt 43, Gesetzentwurf zur Verbesserung des strafrechtlichen Opferschutzes, Antrag der Länder Rheinland-Pfalz und vom Saarland. Es liegt eine Wortmeldung vor von Herrn Staatsminister Mertin aus Rheinland-Pfalz. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor wenigen Wochen wurde in Rheinland-Pfalz eine Polizeistreife, eine junge Polizeibeamtin und ein junger Polizeibeamter in Ausübung ihres Dienstes getötet. Das hat in unserem Bundesland eine Schockwelle ausgelöst, auch im benachbarten Saarland, weil es sehr enge familiäre Beziehungen zwischen den Opfern und Einwohnern des Saarlandes gegeben hat. Aber die Schockwellen gingen weit über das Land hinaus. Es erreichten uns von überall, von allen Ländern, auch vom Bund, entsprechende Beistandsbezeugungen, auch an die Opfer, an die Angehörigen, an die Freunde, an die Kolleginnen und Kollegen der Verstorbenen. Hierfür danke ich ganz herzlich. Und es ist mir auch ein Bedürfnis, darauf hinzuweisen, dass vieltausendfach im Internet, in sozialen Medien entsprechende Beileidsbezeugungen geäußert wurden. Solidaritätsadressen an die Angehörigen, an die Kolleginnen und Kollegen der Opfer, an die Institution selbst. Auch dafür danke ich ausdrücklich. Und es war mir eben wichtig, dieses zu betonen, weil neben diesen vieltausendfachen Beileidsbezeugungen leider auch einige hundert zu finden sind, die das völlige Gegenteil darstellen. Es sind Äußerungen, die ich hier nicht alle wiedergeben will, aber stellvertretend eine, die lautet: Es hat Bumm gemacht und zwei Systemhuren haben ins Gras gebissen. Was für ein schöner Tag für Deutschland. Selbstverständlich werden die Strafverfolgungsbehörden alles daran setzen, diese Dinge aufzuklären, und es sind derzeit rund 530, 540 Äußerungen in sozialen Medien identifiziert, die strafrechtlich relevant sein können. Man hat etwa 150 Personen bereits identifiziert und kann denen rund 180 solcher Einträge zuordnen. Wir wurden aber seitens der Staatsanwaltschaft in dem Zusammenhang auf ein Problem hingewiesen. Es kommen hier verschiedene Straftaten in Betracht, zum Beispiel die Billigung von Straftaten oder die Aufforderung zur Begehung von Straftaten. Aber es kommt eben auch in Betracht die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Und dieser Straftatbestand ist für die Strafverfolgungsbehörden ein Problem. Es handelt sich nämlich um ein absolutes Antragsdelikt. Die Staatsanwaltschaft kann also nur eine Anklage erheben, wenn die dafür zuständigen Angehörigen der Verstorbenen einen Strafantrag stellen. Um diesen stellen zu können, muss die Staatsanwaltschaft aber an die leidgeprüften Angehörigen erneut herantreten und den Schund, den ich eben vorgelesen habe, in vielfacher Weise ihnen nahebringen, weil jede einzelne Tat muss ja von einem Strafantrag unterlegt sein, nahebringen, damit eine Strafverfolgung stattfindet. Und das ist aus unserer Sicht in Fällen wie diesen schlichtweg nicht zumutbar. Es kann nicht sein, dass die staatliche Strafverfolgung davon abhängig ist, dass der Staat nochmals Leid über die Betroffenen bringt, um den Strafantrag zu erhalten. Und deswegen schlagen wir in diesem Gesetzentwurf vor, das Gesetz so zu ändern, dass die Staatsanwaltschaft in diesem Fall das öffentliche Interesse bejahen kann und dann ohne entsprechende Strafanträge eine Strafverfolgung einleiten kann. In dem Zusammenhang wurde ich auch darauf hingewiesen, das sei doch nicht notwendig, das könnte ja auch der Dienstvorgesetzte tun. Ja, der Dienstvorgesetzte ist befugt, einen Strafantrag zu stellen, allerdings nur, solange das Dienstverhältnis besteht. Mit dem Tod beider Polizeibeamten ist auch das Dienstverhältnis erloschen, weshalb die Dienstvorgesetzten einen entsprechenden Antrag nicht stellen können. Auch dies schlagen wir vor zu ändern, und in Fällen wie diesen, wo die Beamten, die Bediensteten in Ausübung ihres Dienstes zu Tode gekommen sind,
soll über den Tod hinaus auch der Dienstvorgesetzte einen entsprechenden Strafantrag stellen können. Ich hoffe auf eine konstruktive Beratung in den Ausschüssen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich weise die Vorlage dem Rechtsausschuss federführend sowie dem Ausschuss für innere Angelegenheiten mitberatend zu.